Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns das neue Video von Sascha an. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Das Thumbnail war mal wieder im 16:9 extra vaganten Stil gehalten. Wir bleiben drin, heißt es. Digga, auch krass, was Sascha für Aufrufe macht, ne? Ein Tag, 1 Million Aufrufe. Heavy, Mann. Und das Like-Feld, das ist halt anders krass. Ist halt anders krass, Mann. Gut, wir schauen rein, Freunde, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was es ist. Nee, es sah nach Beichten aus. Es war ein Beichten, glaube ich. Es war ein Beichten vom Thumbnail her. Gut, wir schauen rein, Freunde. Falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, wo ich auf Sascha reagiere, ich werde euch ein paar oben ins i packen. Wir schauen rein, let's go. Heute wird es ganz, ganz übel. Ah! Bevor wir aber loslegen, erstmal in die Werbung. Mein RTL! www.unsympathischer.de. Endlich ist der unsympathische Wetter mit buntem Aufstieg wieder. Ich finde den halt echt geil, Mann. Ich bin auch am überlegen, mir den zu holen. Ich finde den halt echt irgendwie ganz geil. Verfügbar. Schlag zu, solange der Vorrat reicht. G steht für gönnen und für... gesund. Mein RTL! Wo Monte recht hat, hat er recht, Freunde. Luca hat mir wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, wir schauen, was der ein oder andere 14-Jährige da draußen so veranstaltet hat. Michi! Ich würde sagen, erste Beichte. Let's go. Let's go. Ich, männlich 17, Beichte. Das ist meine Freundin. Könnt ihr es lesen? Warte, ich mach so. Freundin, weiblich 19. Ich spare mir das Sprichwort. Nur mit mir zusammen war. Besser ist es. Um meinen Bruder männlich 18 zu sehen. Habe es erst gemerkt, als wir alle am Küchentisch gemeinsam saßen und sie ihn so angeschaut hat. Oh nein. Habe sofort Schluss. Ey, Freunde, Real Talk. Küchentisch gemeinsam saßen Tipp. Und sie ihn so angeschaut hat. Wenn eure Freundin euren Bruder so anguckt. Kritisch. Habe sofort Schluss gemacht. 3 Tage später saß sie wieder bei uns am Küchentisch, nur diesmal mit meinem Bruder. Und da gehen Grüße raus an weiblich 19, die sich durch den Bruder, den anderen Bruder, ergaunert hat. Ja. Auch Grüße gehen raus an den Bruder. Warte mal ganz kurz, was ist bei deinem Bruder? Wir bleiben drin! Ich, männlich 13, beichte, dass ich und meine Schwester 15 sich freuen, wenn unsere Eltern aus dem Haus... Dann geht's nämlich richtig los. 13 und 5? Also... Dann geht's nämlich richtig los. Stammbaum. Ehre. Da hat Sascha sich auch mal nicht lumpen lassen und selbst ein Einspieler designt. Finde ich korrekt, dass er auch das sowas selber macht. Ich, männlich 12, beichte, dass ich von nimm 2 Lachgummis 3 genommen habe. Ey, Real Talk, Leute, ich war mal in einer beschissenen Situation. Oder voll oft, wenn ich nimm 2 esse. Nimm 2 eigentlich geil, aber wir müssen uns darauf einigen, dass Soft mit Joghurt die geilsten sind. Seid ehrlich, Soft mit Joghurt. Oder nee, wie heißen die? Soft mit Füllung, also Joghurt mit Füllung. Die Soften mit Füllung, wer die nicht gegessen hat, hat einiges falsch gemacht in seinem Leben. Das erstmal zum Statement, Freunde. Schreibt mal rein, welche Sorte ihr am liebsten mögt. Ich esse voll oft ein und denke dann, fuck, ich muss 2 nehmen. Nimm dann 2, aber dann ist es ja eigentlich gegen die Regel, weil ich ja einmal nachziehen muss. Es deckt sich dann wie bei Uno und dann ist auf einmal die Packung leer. Sorry. Ich... Ich, männlich 15, beichte, dass meine Freundin, weiblich 22, von mir 350... Es ist schon weird. Also 15 und 22 ist weird. 50 Kilometer weit weg wohnt und sie mich manchmal abholt und wir dann bei ihr schlafen und trinken. Meine Familie weiß nichts davon. Und solange weiblich 22 keine Psychopathin ist, darfst du dir offiziell von mir dafür die Faust abholen. Ich, männlich 18, beichte, dass ich keines deiner Videos ansehe, da ich alle bei Unge sehen kann. Stimmt. Ey, es machen viele Leute, glaube ich. Ich, männlich 18, beichte, dass ich durch Knossis Streams spielsüchtig geworden bin und jetzt Schulden von über 3000 Euro habe. Mensch, Kinder, Spiel, wer nicht spielt, ist dumm. Ich, männlich 21, beichte, dass ich Jura studiere und im letzten Semester einen One-Night-Stand mit einer weiblich 23 hatte. Okay. In der Prüfung Straf R3 Straf sah R3? Ich sie wieder, wo sie die aufsichtshabende Dozentin war, die dann auch die Prüfung einsammelte. 4 Wochen später erfuhr ich dann mein Ergebnis. Nicht bestanden! Weil ich angeblich nicht mitgeschrieben hätte, weil nie eine Arbeit von mir abgegeben wurde. Alles richtig gemacht, Freunde. Ich sag mal so, der One-Night-Stand war anscheinend perfekt, ist gut gelaufen. Die Nummer geht nach hinten los. Und das ist eine ganz, ganz üble Geschichte. Jetzt darf ich nochmal dahin gehen. Zum 5. Mal, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich, weiblich 15, Legende. Beichte, dass ich den Hals meines Freundes, männlich 17, immer schminken muss, damit man seine Knutschflecken nicht sieht, weshalb er nicht mit seiner Familie ins Schwimmbad gehen kann. Denn hör einfach auf,
im Scheiß Knutschflecken zu machen. Kann. Ja. Viel Glück euch beiden noch. Ich, männlich 15, beichte, dass ich immer noch ein Trauma von den Tennis- und Baseball-Duellen bei Wii Sports mit Matt habe. Wer ist Matt? Nein, ist Matt der... der Dunkelhäutige? Ich hab nichts... Also ich hab was gegen Matt. Ist er das? Der ist ein bisschen creepy, ich bin ehrlich. Wenn das der Dunkelhäutige ist, der ist creepy. Hey. Der mit der Glatze? Das ist der mit der Glatze, oder? Sei ehrlich, sei ehrlich. Ich, Melly 20, beichte. Alle haben verloren gegen ihn. Er war eine Maschine. Dass ich mich extra immer mit meiner Freundin weiblich 19 streite, kurz bevor wir ins Kino gehen, weil sie sonst einfach nicht die hält und ich den Film nicht genießen kann. So, herrscht immer Ruhe. Perfekte Lösung. Und Leute, an der Stelle bin ich komplett perfekte Lösung. Raus. Yalla, goodbye. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht Teil dieses Kanals seid, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich begrüße alle meine neuen Abonnenten. Hallo, die neu auf meinen Kanal gekommen sind. Warum kann ich den Clip noch nicht? Der ist gut. Der ist gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Egal. Ehre. Freunde, der Wendler. Ehremann, er ist wieder back. Ja, Freunde, das war das neue Video von Sascha. Wir bleiben drin. Ich würde sagen, lasst mir eine Bewertung, wenn es euch gefallen haben sollte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh wie immer und ciao.